zum Adventskonzert des Karschen-Trottloff-Gymnasiums 2021. Vieles hat sich geändert, vieles mussten wir auch ändern, doch eine Konstante bleibt immer. I will sing Hallelujah. Die Musiklehrer haben schon oft versucht, das aus dem Repertoire zu nehmen und nie hat es geklappt. Und deswegen möchten wir Sie heute mit diesem Lied zum Adventskonzert empfangen. Gerne hatten wir Sie natürlich was an der Kreuzkirche empfangen. Das ist jedoch aufgrund von Corona nicht möglich. Jedoch haben wir uns eine sehr aufwendige Videoproduktion gemacht, um ein schönes Weihnachtsvideo für Sie zu erstellen. Natürlich ist nicht nur der Chor heute zu hören, sondern auch Solisten. Wir starten mit Katja Burkhardt aus der Klasse 9, welche uns Love in the Dark präsentiert. Geschafft, sich mal um einen Namen zu kümmern.
Und wir freuen uns sehr, dass wir Sie jetzt zusammen mit Stella Kimmer am Bass, Fiona Anders am Schlagzeug und Henrik Lehmann am Klavier sehen. Henrik Lehmann ist eigentlich Musikschullehrer, doch durch eine Kooperation von dem Gymnasium und der Städtischen Musikschule leitet er hier seit gut 3 Jahren diese kleine Band. Im Anschluss daran sind wir ein Duo aus Klarinette und Klavier von Kilian Henning und Julias Münch, Petit Piece von Claude Debussy.
nachdem wir vorher was mit den älteren Schülern gehört haben, möchten auch den Jungen die Bühne bieten. Deshalb folgt nun ein Weihnachtssketch der Jahrgangsstufe 5, welcher mit Frau Hofmann einstudiert wurde. Und dann hören Sie ein mehrstimmiges Weihnachtslied, welches bestimmt viele von Ihnen kennen werden. Ah, ist das schön, auf dem Sand und nicht auf dem Schnee zu spazieren gehen. Diesen Urlaub habe ich mir wirklich verdient. Wenn ich mich nicht bewege, dann gehen Sie gleich wieder. Wir können dich hören, Weihnachtsmann. Mist, was wollt ihr denn? Die Rentiere sind verschwunden. Wie, die Rentiere sind verschwunden? Na, die sind nicht mehr am Nordpol. Natürlich nicht. Ich bin doch mit ihnen hergekommen. Oder denkt ihr, ich bin mit der Lufthansa hergeflogen? Ach so, dann ist ja alles gut. Aber es gibt ein weiteres Problem. Was ist denn jetzt schon wieder? Wir haben die Sommerbilanz der Artig- und Unartig-Liste bekommen und dieses Jahr gibt es viel zu viele artige Kinder. Und bei so vielen artigen Kindern kommen wir nicht mit der Geschenkproduktion hinterher. Macht euch mal keine Sorgen. Das wird sich im Laufe des Jahres schon von alleine regeln. Bist du dir da sicher? Ja, und jetzt lass mich meinen Urlaub genießen. Sind Sie wirklich der Weihnachtsmann? War das gerade Ihre Engel? Ja, Susi, ich bin der Weihnachtsmann und das war meine Elfen. Woher kennen Sie meinen Namen? Ich weiß alles, ich bin schließlich der Weihnachtsmann. Ich weiß zum Beispiel auch, dass deine Mutter dich gerade sucht. Dann können Sie mir sicher sagen, ob ich auf der Artig- oder auf der Unartig-Liste stehe. Auf der Liste der Unartig. Aber wieso? Weil du den lieben Weihnachtsmann dabei störst, dich auszuholen. Und wenn ich sie in Ruhe lasse, kriege ich dann zu Weihnachten ein Geschenk? Ja, ganz viele sogar. Juhu! Weihnachtsmann! Ah, das ist doch wirklich zum Verrücktwerden. Ich suche mir lieber einen stillen Ort. Nächstes Jahr erzähle ich wirklich niemandem, wo ich Urlaub mache. Dabei wollten wir ihm nur sagen, dass er seinen Urlaub ruhig verlängern kann. Egal. I gotta go away. I can call you.
Göcke, gespielt und gesungen von Stella Kim. Und anschließend präsentieren uns Josephine Lehmann und Rahel Quelmers den Fanfarensong Michael Schütz. Bye.
Die Zeit ist zwar schon etwas fortgeschritten, einige Lieder haben wir aber noch für Sie. Sie hören nun eine bunte Mischung aus Chormusik, einem Trio mit dem Lied Der Stern und Kalin auf dem Cello. Er spielt den Elfentanz von David Popper. Vielleicht als Randinformation für Sie, Kalin ist ein Schüler der 8. Klasse, doch er studiert schon an der Musikhochschule in Leipzig. Nicht zu hoffen, keine Liebe, auch
Gottes Sohn, Kind in der Krippe, lädt die Welt zum Leben ein. Mond der Stern verbreitet strahlend in dem Dunkeln helles Licht. Gott wird Mensch und stiftet Frieden, Hoffnung, Freude, Zuversicht. Und der Stern verbreitet strahlend in dem Dunkel helles Licht. Gott wird Mensch und stiftet Frieden, Hoffnung, Freude, Zuversicht. Gott wird Mensch und stiftet Frieden, Hoffnung, Freude, Zuversicht. Techniker, Helfer beim Auf- und Abbau sowie beim Schnitt.
Dieses Adventskonzert 2021 ist vielleicht ein bisschen anders geworden als die letzten Jahre. Doch dank eurer Hilfe haben wir nun eine Online-Variante und freuen uns, wenn wir die weiterverteilen können. Danke auch an alle Sponsoren und alle Eltern, die gespendet haben. Hiermit unterstützen Sie den Jahrgang 12 und seine Abi-Kasse, damit die Abi-Feierlichkeit trotz eines ausgefallenen Adventskonzerts stattfindet. Am Adventskranz brannten 4 Kerzen. Draußen lag Schnee und es war ganz still. So still, dass man hören konnte, wie die Kerzen miteinander zu reden begannen. Die erste Kerze seufzte und sagte: Ich heiße Frieden. Mein Licht gibt Sicherheit, doch auf der Welt gibt es so viele Kriege. Die Menschen wollen mich nicht. Ihr Licht wurde kleiner und kleiner und verglomm schließlich ganz. Die zweite Kerze flackerte und sagte: Ich heiße Glauben, aber ich fühle mich überflüssig. Die Menschen glauben an gar nichts mehr. Was macht es für einen Sinn, ob ich brenne oder nicht? Ein Duftzug wehte durch den Raum und die zweite Kerze verlosch. Leise und zaghaft meldete sich nun die dritte Kerze zu Wort. Ich heiße Liebe. Mir fehlt die Kraft, weiter zu brennen. Egoismus beherrscht die Welt. Die Menschen sehen nur sich selbst und sie sind nicht bereit, einander glücklich zu machen. Und mit einem letzten Aufflackern war auch dieses Licht ausgelöscht. Da kam ein Kind ins Zimmer. Erstaunt schaute es die Kerzen an und sagte: Warum brennt ihr nicht? Ihr sollt doch brennen und nicht aus sein. Betrübt ließ es den Blick über die 3 verloschenen Kerzen schweifen. Da meldete sich die vierte Kerze zu Wort. Sie sagte: Sei nicht traurig, mein Kind. Solange ich brenne, können wir auch die anderen Kerzen immer wieder anzünden. Ich heiße Hoffnung. Mit einem kleinen Stück Holz nahm das Kind Licht von dieser Kerze und erweckte Frieden, Glauben und die Liebe wieder zu leben. Das wünschen wir Ihnen von ganzem Herzen, dass Sie trotz der ganzen Schwierigkeiten und Einschränkungen nicht vergessen, was Weihnachten wirklich ist.